Ja, und herzlich willkommen zurück zu Angerfoot. Weiter geht's mit Level 10. Mozzarella Riviera. Speedrun und Käse. Oh! Neue Täter freigeschaltet. Verleiht nach dem Eintreten einer Tür einen Temposchub und Wut. Können wir gerne mal ausprobieren. Tränke 15, Schläge den Käse. Man merkt mittlerweile schon, dass das Spiel ziemlich viel schwer geworden ist. Am Anfang haben wir vielleicht so 2-3 Level in einer Folge geschafft. Und jetzt irgendwie mittlerweile nur noch fast ein Level pro Folge. Okay, wie können wir die... Oh shit! Können wir die in Käse ertränken? Wahrscheinlich müssen wir sie hier reinschubsen. Wäre vielleicht die Lösung. Eigentlich will ich in den Käse da reinschmeißen. Aber ich glaube, das wird leider nichts. Das ist irgendwie ein bisschen Quality Assurance Experts. Mit dem ganzen Käse. Vielleicht können wir eher diese Schläge hier da reinschmeißen. Auch immer ich das anstellen möchte. Ja, nee, ich glaube, das wird zu schwierig. Nee, wie soll das klappen? Egal, lassen wir das. Den habe ich nicht gesehen. Der kam da hoch. Komm, wir gehen da runter. Irgendwas ist da explodiert.
Hier jemand eine Waffe? Na gut. Das alle. Sieht so aus. Okay, die zu ertränken würde wirklich sehr hart sein. Skelette fehlen mir irgendwie ein bisschen. Ah, die ist leer. Sind alle irgendwo rumgefahren oder was? Was ist das für eine Tür? Hä? Ein Riesenschädel. Okay, das war's. Holy moly. 58 von 58, sehr schön. Ja, leider nur ein Stern, aber was soll's. Weiter geht's. Mit Level 11. Dekadenter Dancefloor. Nur mit Tritten abschließen schwierig. Töte 25 Schläge mit Kopfschuss. Möglich? Mal schauen. Amen. Ist nicht keine. Da! Ein fucking Skelett! 51, 9 fehlen uns nur noch. Hast du dich mal gefragt, was das für Skelette sind? Wer sie mal waren? Wie sie gestorben sind? Ehrlich gesagt nicht, ne? Eigentlich nur bloß gefragt gerade, was es für ein Riesenschädel war. Vor meiner Zeit mit den Wüstlingen war ich ein zielloser Hedonist. Was auch immer das wieder ist.
Nun bin ich ein fokussierter Hedonist. Okay, keine Ahnung. Tritt ruhig auf mich drauf. Dafür bin ich hier. Okay, wait. So. Drowning pool. Morally grey water. Es geht nicht über ein kochendes, heißes Käsebad. Okay. Mein Bruder im Käse. Gemeinsam werden wir wiedergeboren. What the hell? Käsefondue. Nimm ein Käsebad. Okay. Why not? Ich frag gar nicht erst. Oh shit, das geht gar nicht. Doch, es geht. Kurz ein schönes Thumbnail machen. Perfekt. Das ist so langweilig. Ich bin nur für Kaffee und Kuchen hier und Pizza. Okay. Ich treibe meine Dämonen aus. Ja, ich sehe es. Einige glauben nicht an Käse, aber ich glaube, es gibt ihn wirklich. Ja, sicher. Da ist er. Okay. Verzeih mir, Papa. Denn ich habe nicht gesündigt. Abracadabra, dir ist verziehen, mein Sohn. Also nachdem du das Bußegeld bezahlt hast und die Büßesteuer. Wenn du mit Karte zahlst, erhältst du 10% Rabatt auf deinen nächsten Bußekauf. Das gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die niemand durchliest. Alter, hat viel Geld da drin. Was passiert hier? Exorzismus oder was? Sorry, ich bin leider immer noch etwas krank. Dieser Mann ist besessen. Der Exorzismus beginnt bald. Möge Pizza Pro seiner Seele gnädig sein. Exorzismus. Stand auf dem Schild nicht Sexorzismus? Ah, da hast du dich doch verlesen. Tut mir leid. Kann man echt nicht rein, oder? Nee. Und jetzt noch mit dem Prediger hier sprechen? Gelobt sei Pizzaprol, denn er hat uns den wahren Weg gezeigt. Sündigen ist die einzig wahre Art des Verbrechens. Halleluja! Carol und Mike werden jetzt den Lobgesang anstimmen. Bitte öffnet Seite 7 in eurer Pizzaprols Pizzeria-Speisekarte. Ich glaube, die sind schon dead. Habe ich aus Versehen umgebracht? Los geht's. Was wird hier gleich passieren? Ah, okay. Wait. Pastor Master. 52? Wie kommen der Sache näher? Okay.
Okay, hier gibt's uns nichts. Okay, von da kamen wir. Dann ab nach unten. Piep, piep. Oh, da wird gleich die Party abgehen. Fühlst du den Drop? Ich fühl den Drop. Ah, fuck, das ist echt hart. Komm wieder raus. Okay, es gibt sonst nichts da, deshalb gehen wir gleich da runter. Sind viele. War's das? Ich glaube, das war's. Noch mehr Skelette? 53. 54. Sache wird nice und heiß. Okay, aufpassen. Sind die noch irgendwo? Am Herumlungen. So. Kelly is dead. Ich glaube, da lebt niemand mehr. Ist das die einzige Tür? Ich bin mir gerade nicht sicher, warte kurz. Okay, ja, doch. Skelette habe ich keine übersehen, glaube ich, hoffentlich. Sieht gut aus. So, das waren die Flammenwerfer-Typen. Das war sicherheitshalber die gutes Zeugs durchschlagen. Oh shit, die ist doch noch explodiert. Da viele. Das ist mies. Okay, dann nochmal.
durchrushen will, funktioniert das nicht. Was hier wieder? Wo war die Tür? Da hinten. Es leckt leider wieder ein bisschen, tut mir leid. Kann ich leider nicht mehr machen. Tschüss. Kommst du denn? Okay. Bevor wir die Tür dort öffnen. Threshold. War's das? Das war's. Das lief besser. Schön alle am Brutzeln. Ich glaube, wir müssen ins Threshold runter. Ne? Shit. Ich bin am Arsch. Alter, wie habe ich mich da durchgelackt? Boah. Crazy. Na gut, dann hier runter, ne? Dance in your filthy piglets. War klar. Okay, ist ein bisschen cheaten eigentlich. Alter, leck das gerade. Junge, was für ein Metzelfest. War ein bisschen gecheatet eigentlich. Aber ja, man muss manchmal zu unkonventionellen Mitteln greifen. Holy shit.
Level beendet, Dancefloor. 88 Leute waren da. Junge, Junge. Das war's wieder für diese Folge von Angerfoot. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.